Man nimmt sich ja was vor, weil man ja auch Lust hat drauf. Dann kommt das dazwischen, dann kommt jenes dazwischen, dann ist das wieder oder jenes und sonst irgendwas. Und da bin ich momentan weitestgehend befreit und ich habe praktisch ein Brandherd weniger und das ist ganz okay. Bin ja immer der Meinung, man muss sich nach Jahreszeiten richten, ne? Wenn man was machen will. Nicht jeder muss sich in seinem Hobby so selbst geißeln, wie ich das tue. Nee, muss man nicht machen. Dann fangen wir halt mal so langsam an hier. Diese Motivation. Ich bin irgendwie so gerade in einem Film, in dem ich sonst im Rest eigentlich gerade überhaupt nicht drin ist. Ja, wir haben uns heute wieder mal verabredet für einen Podcast, und zwar, ihr wisst, für den Podcast. Pickelgeist und Nietenzähler ist wieder mal aktiv. Wir hatten einige, ja, Terminkoordinierungskalamitäten, aber heute haben wir es mal wieder geschafft. Es ist ein schöner, lauer Sonntag, Spätnachmittag, 17:30. Die Tage werden langsam wieder kürzer. Der Herbst steht vor der Tür. Ist heute Sonnenwend? Ich glaube, 16. Juni ist Sonnenwend, ne? Habe ich das richtig noch im Kopf? Ungefähr. Also wir bewegen uns in dieser Zeit, wo die Tage langsam endlich wieder kürzer werden. Und an meiner Seite, wie immer, der Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, guten Tag. Und der Alex. Ja. Hallo. Hallo. Und ich sag gleich mal im Vorfeld, ihr werdet es vielleicht an meiner meta-ambitionierten Ansprache im Intro schon gemerkt haben, Modellbau, Modellbahn ist momentan von mir ganz, ganz weit weg, so weg wie was auch immer. Ich habe momentan weder Zeit noch Lust noch Ambition, mich irgendwie mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin online kaum bis gar nicht aktiv. Ich bin irgendwie auch auf der Platte überhaupt nicht zugange. Die Werkstatt schaut seit 3, 4 Monaten völlig unverändert aus. Das Chaos ist da, wo es immer ist. Aber für Pickelgleis und Nietenzähler, da habe ich wieder mal so ein bisschen Lust auch, weil es ja da auch so ein bisschen ums Zwischenmenschliche geht. Das ist momentan das Einzige, was ich noch irgendwie an Modellbaubahn mache, dass ich mich mit Kollegen physisch treffe. Ja. Und vor dem Hintergrund bitte ich um etwas Nachsicht, dass ich heute ja vielleicht nicht gar so ambitioniert wirke, wie ich das vielleicht im Winter bin. Aber wie gesagt, die Tage werden ja bald schon wieder kürzer. So, in diesem Sinne, was machten ihr beide? Ich krieg natürlich mit, ihr seid beide recht aktiv im Sommer beim Basteln. Herrschaft, Zeiten noch einmal. Ja, also bin ja immer der Meinung, man muss sich nach Jahreszeiten richten, ne? Wenn man was machen will. Und ich habe jetzt mein mehr oder weniger leidiges Ärztehausprojekt zu einem vorzeitigen, befriedigenden, ja, wie soll man das nennen, Arbeitsstand überführt, dass das Ding erstmal getrost für die nächsten Monate, vielleicht auch das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre auf der Platte stehen darf und ich mich an all seiner Hässlichkeit sonnen darf. War irgendwie doch ein recht langer Weg, ne? Also ich meine, das Projekt, davon laber ich hier schon seit 1,5 Jahren, ne? Fast schon 2 Jahre sogar. Da kam auch so ein bisschen so ein paar Sachen immer wieder dazwischen, ne? Anfangen zu lasern, anfangen 3D zu drucken. Die ein oder anderen Schwierigkeiten bei der Ausführung der jeweiligen Tätigkeiten. Stichwort 3D-Druck. Und vor allem dann auch sich mit diesen Grundsätzen abzuarbeiten, wie man eigentlich so ein Gebäude plant, ja, und wann man welchen Schritt zu welcher Zeit gehen sollte, ne? Also eigentlich war für mich immer so das große Ziel, was in der Erreichbarkeit sein sollte, dass man diese Fenster einsetzt in so ein Gebäude, weil sich dadurch das ganze Fassadenbild nochmal ändert. Und im Laufe der Zeit hat sich dieser Prozess so lange hingezogen, ja, weil man sich überlegt hat, okay, bevor ich Fenster einsetze,
Ich möchte teilweise Räume darstellen, in die man reingucken kann. Ja, also muss ich irgendwie Fenstervorhänge und Fensterinnenräume so gestalten, dass man dort reingucken kann. Also muss man sich erstmal darüber Gedanken machen, wo welche Räume eigentlich sichtbar sind oder nicht. Ja, muss sie dementsprechend von der Rückseite verkleiden. Dann muss man darüber Gedanken machen, wie die Fenstervorhänge eigentlich aussehen. Die konnte ich dann so einklipsen von hinten. Und all das sind so Sachen, die so Ewigkeiten gedauert haben, diese ganzen Prozesse, die dahinter stecken, dass ich glaube, so mein Wolfgang-Gleiswüste-mäßig nagenden Siedlungshaus-Moment hatte, wo ich mir einfach dachte, Leute, ich will die Scheiße jetzt einfach nur noch fertig haben. Ich kann mir dieses Kack-Ding einfach nicht mehr angucken. Ja? Verzettelungskompetenz. Ja, es ist furchtbar. Vor allem dann kommst du da hin und denkst dir, ja, ich möchte jetzt Vorhänge designen. Also so klassisch, wie man es halt von so Pseudo-Gewerbebauten kennt, so Lamellenvorhänge und Plissés. Und dann sagst du dir, okay, aber in einer Position reicht es ja nicht. Du musst ja schon mehrere Positionen machen. Klar. Dann hockst du erstmal da und musst erstmal die verschiedenen Dinger zeichnen. Dann funktioniert das Drucken erstmal überhaupt nicht, weil sich alles irgendwie verzieht und verstümmelt. Und du erstmal herausfinden musst, wie du es eigentlich drucken kannst, sodass es oder nachbehandeln kannst, dass es am Ende einigermaßen gerade ist. Und irgendwann sitzt du so abends immer vor dem 3D-Drucker oder vor dem Backofen, wo gerade die Teile drin liegen, und denkst dir so, was machst du eigentlich gerade, ey? Ja, aber das habe ich halt auch bei den Reihenhäusern gemerkt. Ich meine, interessanterweise haben wir ja beide jetzt relativ zeitnah an Gebäuden gebaut und auch an gar nicht mal unkomplexen Gebäuden. Dass man irgendwie dieses Projekthaus anfängt, in ganz, ganz, ganz viele kleine Unterprojekte zu unterteilen, weil jeder kleine Fisselkram dann irgendwie durch einen selbst wieder so verkompliziert wird, ja, dass das ein kleines Projekt für sich ist. Und dann, es war ja genauso dieser Moment des Erwachens, wo du vor dem Ofen gesessen hast, war bei mir, wo ich einfach vom PC saß und eine halbe Stunde über Dachpfannentritte zu den Schornsteinen oben mir Bilder rausgesucht habe und diese Dinger im CAD nachgezeichnet habe. Wo ich dann auch dachte, was zum Teufel mache ich hier gerade eigentlich? Diese Scheiße wirst du aus einem Meter Abstand nicht mehr vernünftig erkennen können. Und trotzdem sitzt du hier und durchsuchst das Internet nach Bildern von diesen Dingern, damit du die nachkonstruieren kannst, die dann auf dem Modell, ich glaube, 1,2 mal knapp 2 Millimeter groß sind. So, warum? Das ist ja, ich kann mich erinnern, ich habe ja die Fassaden gelasert. Das hat für all die Häuser, die du da stehen hast, das ist ja fast ein Meter, drei Häuser sind es ja, glaube ich, insgesamt. Das reine Lasern hat 20 Minuten gedauert. Dann waren die Fassaden, die Dächer, die Konstruktionen, Fensterausschnitte komplett fertig. Und das ist ja das Geile. Ich habe die Dinger ja dann hier bei mir auf dem Esszimmertisch. Ich habe einen großen Glas-Esszimmertisch, der ist richtig schön gerade dann. Da habe ich die Dinger dann halt zusammengeklebt. Und die kompletten Rohbauten von diesen gelaserten Teilen zusammenzukleben, die sogar erstaunlich gut gepasst haben, wo ich selber von mir erschrocken war, dass es irgendwie auf Anhieb funktioniert hat, waren auch 2 Stunden, 2,5 Stunden. Dann stand die Häuserreihe. Dann dachte ich auch so, boah, das ging aber jetzt fix. Und dann ging's los. Ja, das waren 2% des Gesamtprozesses. Ja, das ist vor allem so nervig, weil dann diese, du erreichst ja den größten Effekt erstmal immer, wenn so ein Gebäude dann steht, ne? Weil das ist das erste Mal, dass es so physisch zusammenkommt. Ja? Und wenn dann kommt noch mal so eine große Welle an Details, wie jetzt die Dächer und wie von mir aus Schornsteine und die Fenstereinsätze. Und danach kommen dann so die Sachen, über die man sich da Gedanken macht, die dann aber eigentlich gar nicht mehr so viel Einfluss haben, ne? Die dann aber noch mehr Zeit fressen. Das heißt, du verbringst immer mehr Zeit damit, dir über Gedanken zu machen, die dann optisch, wenn du dann einen Meter davon entfernt stehst, eigentlich gar nicht mehr so direkt auffallen. Aber du weißt, dass sie da sind oder dass sie fehlen. Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Und ja, das macht einen innerlich fertig. Ja, das ist ein noch ein schönes Schlagwort. Da bin ich momentan völlig befreit davon. Ich habe mir die ersten Wochen, wo ich überhaupt keine Ambition hatte, schon Gedanken gemacht, hey, was ist los? Oder hast du irgendwie jetzt so die grundsätzliche Sinnfrage von dem Hobby oder von dem, was du treibst? Die Phase habe ich auch mittlerweile überwunden. Ich mache einfach nichts und es ist mir auch wurscht, gerade dass ich nichts mache. Und das ist dann schon auch in gewisser Weise befreiend, weil es ist ja auch, so wie wir es jetzt gerade ein bisschen geschildert haben, immer so ein gewisser Druck dahinter.
Grad, der dann zu mannigfaltigen Verzettelungsmöglichkeiten führt. Und ich genieße momentan von diesem Druck völlig befreit zu sein, den Druck nichts posten zu müssen, nichts produzieren zu müssen, nichts basteln zu müssen, mich keinen Kopf zu machen zu müssen, was nicht heißt irgendwie oder was auch mit der Grund ist, dass ich momentan auf allen anderen Ebenen auch noch reichlichst irgendwie zu tun habe und im Prinzip auch keine Zeit hätte, aber ich bin momentan von diesen Hobbys so weit losgelöst, dass ich nicht mehr irgendwie, ja, dann mir denke, oh, müsstest, hättest, könntest oder 2 Stunden Schornsteinfeger Auftritte suche oder sonst was. Tut auch mal gut, tut auch mal gut. Ich denke mir und ich bin guter Dinge, dass das dann irgendwann sich der Schalter wieder umlegt, wenn die restlichen Sachen alle so wieder ein bisschen normale Verhältnisse darstellen, wenn wieder mal ein bisschen Zeit, Muße und Kopf da ist, dass das dann mindestens genauso viel Spaß, wenn nicht noch mehr vielleicht Spaß macht, von einer gewissen Distanz raus, wie jetzt irgendwie all die Jahre, wo ich so vor mich hingewurschtelt habe. Ja gut, ich meine, das ist ja der große Fehler, den der eine oder andere in unserem Hobby schon mal gemacht hat, dass man sich durch die Phasen des Keine-Lust-Habens so schnell selbst davon überzeugt, dass man mit dem Hobby nichts mehr anfangen kann, dass man alles stehen und liegen lässt, abreißt, verkauft, neu baut, hast du nicht gesehen, und dann nach einem Monat oder 2 merkt, oh, so schlimm war es vielleicht doch gar nicht, ne? Mist, jetzt ist alles irgendwie abgebaut, jetzt muss ich wieder neu anfangen. Und dann beginnt die Bulimie wieder von neuem, ne? Und dann ist es irgendwie so ein ewiger Kreislauf. Mhm. Und von daher, ich glaube, das ist völlig normal, eine Zeit lang keinen Bock drauf zu haben. Ne? Ja, bei mir ist es halt sowieso momentan echt schwierig, weil sich der Sommer ja immer dann, ja, da prügeln sich die Hobbys so ein bisschen. Mit entweder jetzt Modellbahn weitermachen oder halt auf den Platz fahren und fliegen gehen. Ist immer so eine Abwägungssache dann. Das kommt halt auch immer aufs Wetter drauf an. Dann hast du halt schon mal wirklich Wochen, wo du dir denkst, okay, ich schmeiß jetzt den Drucker an, ich habe jetzt so und so viele Teile gedruckt, das passt alles, die kann ich jetzt lackieren, kann die aufkleben, kann weiterkommen, und dann ist 3 oder 4 Tage am Stück einfach richtig geiles Wetter und dann hast du wirklich keinen Bock, in der Bude zu hocken. So, dann habe ich meinen Flieger ins Auto geladen, bin auf den Platz gefahren für ein paar Tage und habe dann halt modellbahntechnisch halt gar nichts gemacht, obwohl man es halt geplant hatte, ne? Und das ist halt dann auch immer so ein, ja, nicht blödes Gefühl, aber man steht dann am Ende der Woche da und denkt sich so, ja, ich hatte halt ambitionierte Pläne und geschafft habe ich halt wieder gar nichts. Und das ist halt genau der Punkt, auf den ich gerade raus wollte, dieser Zwist, ob das jetzt 2 Hobbys sind oder ob das die Arbeit uns Hobby ist oder ob das sage ich mal, Soziale ist gegens Hobby, diesen Konflikt, den habe ich momentan komplett aufgelöst. Hatte ich schon Jahre auch nicht mehr, weil man nimmt sich ja was vor, weil man ja auch Lust hat drauf. Dann kommt das dazwischen, dann kommt jenes dazwischen, dann ist das wieder oder jenes und sonst irgendwas. Und da bin ich momentan weitestgehend befreit und ich habe praktisch einen Brandherd weniger und das ist ganz okay. Du hast dich der Lethargie hingegeben. Das wäre schön, ja. Das wäre schön. Wobei ich sagen muss, einige wissen ja, dass ich im Sommer wirklich so richtig berufstätig bin mit 60, 70, 80 Stunden Wochen. Dazu kommt noch irgendwie, ja, muss ich um die Eltern kümmern. Aber ich habe auch als Belohnung, vielleicht als neues Hobby, ist es zu viel gesagt, so ein bisschen wieder meine Liebe zum Automobil entdeckt, habe mir noch so einen angehenden Youngtimer geholt und habe da ein bisschen meinen Spaß momentan. Allerdings ohne mir zu denken, oh, jetzt müsstest du mal langsam wieder an die Platte. Und das ist schon okay mal. Ja, das bringt dann halt vielleicht auch ein bisschen frischen Wind dann in die Sache, wenn man sich dann wirklich wieder denkt, okay, jetzt mache ich mal wieder was an der Platte, jetzt mache ich mal wieder was mit der Modellbahn. Weil ich merke es halt bei mir, wenn man jetzt wirklich wochenlang ziemlich intensiv daran zugange ist, irgendwann quält man sich nur noch dadurch. Es irgendwie die Motivation ist halt nicht mehr so da, aber man macht halt was, weil man sich vorgenommen hat, was zu machen. Genau. Und das ist dann, die Chance ist dann sehr groß, dass man dann bei irgendwas richtig reinscheißt, dann ärgert man sich halt noch mehr, weil man sich denkt, so, jetzt hatte ich sowieso schon keinen Bock da drauf und dann ist es auch noch hässlich geworden oder funktioniert nicht oder keine Ahnung was. Dann doch lieber mal 2 oder 3 Wochen oder in deinem Fall jetzt noch ein bisschen länger
die Sache einfach mal ruhen lassen und dann mit frischer Energie da dran gehen. Nicht jeder muss sich in seinem Hobby so selbst geißeln, wie ich das tue. Nee, muss man nicht machen. Ja, aber ich freue mich auch schon wieder drauf. Also insofern, mal schauen, was passiert. Auf jeden Fall abgerissen und verkauft und neues Projekt kommt auf gar keinen Fall in Frage. Also da muss keiner irgendwelche Befürchtungen oder sonst was haben. Dafür ist die Freude an dem, was bisher entstanden ist, natürlich immer noch viel zu groß. Also, aber ich muss auch sagen, so wie Alex oder wie du das machst, das bewundere ich schon auch, so auch diese Umschaltmöglichkeit, was mir persönlich sehr schwer fällt, aus einem komplett anderen Bereich irgendwie dann nach Hause oder in die Werkstatt zu gehen und einen Schalter im Kopf umzulegen und sich dann auf irgendwas ganz was anderes zu fokussieren. Das fällt mir persönlich sehr schwer, aber bei euch ist das offensichtlich ein bisschen einfacher möglich. Ach nö, das ist, also ich kann jetzt so von mir reden, das ist aber auch sehr stimmungsabhängig. Also momentan bin ich recht motiviert, was unter anderem auch daran lag, kurze Anekdote, ihr beiden wart ja letzte Woche bei mir und Wolfgang und ich, wir hatten so ein fünfminütiges Brainstorming drüber, was man noch an einer Anlagenecke, die unbebaut ist, machen sollte. Und es war ganz für mich persönlich ganz lustig, weil ich eigentlich seit, keine Ahnung, also quasi fast schon seit Beginn des Anlagenbaus mich gefragt habe, was ich in der Ecke mache. Und dann habe ich Wolfgang gesagt, hier Wolfgang, erzähl mal, was würdest du da machen? Und dann Wolfgang, und auf einmal war das Thema irgendwie geklärt. Und jetzt habe ich angefangen zu bauen und auf einmal und die Ecke ist fertig geplant. Das ist, ich habe da jetzt schon die so die Planung aufgezeichnet auf dem Brett, sag ich mal. Alles schon mal so farblich so in die Richtung gelegt, wie später mal dann aussehen wird, ganz grob. Und das hat auch schon wieder die Anlage im Blick so geändert, gerade wenn man so von schräg oben drauf guckt, dass es dann doch momentan recht motivierend ist, weiterzumachen. Und bei mir kommt dann momentan eher die Ungeduld dazu, dass ich jetzt eigentlich viele Sachen muss, die zeitintensiv sind. Also einfaches Beispiel, ich habe mir jetzt vorgenommen, die ganzen Gehwege und die ganzen Bürgersteige, die man machen muss, zu lasern. Ja, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und habe dafür den ganzen Straßenzug, der da gebaut werden muss, habe ich dann quasi jetzt mal digitalisiert. Und ich bin aber jetzt doch noch nicht in dieser ganzen Laser-Thematik so weit drin, dass ich jetzt die optimalen Programme und Programmkenntnisse darüber habe, welches Programm man jetzt am besten nimmt, um zum Beispiel die ganzen Gehwegpflaster zu zeichnen, ja? Dass die auch einigermaßen performant wiedergegeben werden. Und in Fusion zum Beispiel, das ist eine absolute Oberhölle und das dauert alles Ewigkeiten, bis es geladen ist, weil ich es halt ultra schlecht mache. Ich meine, im Endeffekt sieht es ganz gut aus, ne? Aber es zieht Performance aus dem Rechner, der wirklich stark ist. Und dann denkst du dir so, verdammte Axt, ey, es geht überhaupt nichts voran, weil ich so mit diesen Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt bin, ne? diesem Basteln mit der Software. Dass mich das wirklich unruhig macht und ich eigentlich das mit dem ganzen Thema einfach noch vorankommen will, um einfach das Bild zu vervollständigen, auf das ich jetzt auch einfach 10 Jahre dran rum überlegt habe. Auch wenn die Lösung recht simpel gewesen ist, ne? Ja, das ist natürlich, das kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist auch so mit ein Grund, warum ich momentan irgendwie so ein bisschen ausgestiegen bin. Ich habe momentan kein Bild, hinter dem ich irgendwo her bin und sage, das möchte ich fertig kriegen und auch diese Ungeduld, die man spürt, bis was fertig ist, das ist ja auch ein hohes Maß an Motivation, die aus dieser Ungeduld irgendwie raus entsteht, was fertig dann sehen zu wollen, was dich dann auch immer wieder motiviert und treibt und beflügelt. Klar, wenn man jetzt irgendwie auf dem Weg dahin wieder mal Neuland begibt, dann mag das schon auch dann irgendwie lästig sein, aber man hat halt ein konkretes Bild vor sich, wie der Esel die Möhre vor sich hat, damit er irgendwie läuft. Und das schiebt einen dann schon an. Ja, vor allem jetzt, also um jetzt auf letzte Woche dann zurückzukommen, dann war das Ärztehaus fertig, das war so das aktuelle Projekt. Und dann hat man sich kurz gefreut, das steht da jetzt. Und dann war so, ja und jetzt? Was machst du jetzt? Weil momentan ist halt ein städtischer Bereich und ich würde gerne jetzt den ganzen Straßenbelag, der da ist, würde ich verspachteln, wenn mir die Holzmaserung verschwindet und ich die ganzen
die ganzen Links machen kann, die ganzen Markierungen. Aber um das zu machen, musst du erstmal die Bürgersteige legen und musst die Rinnensteine legen und musst gucken, dass es dann alles Form und Farbe hat, ja. Und das kannst du halt nicht machen, wenn du noch keinen Plan hast, was du eigentlich bauen willst, ja. Und deswegen ist es gerade so, man hat jetzt wieder einen Plan. Mhm. Und das ist, ja. das ist halt, das macht die Sache deutlich einfacher, weil du weißt genau, was du vorhast, ja. Du kannst dich jetzt wieder in diesen Detailfragen verheddern, aber hast zumindest ein Zielbild, auf das du am Ende hinaussteuern willst. Und zur Not kommt man immer an den Punkt, wo man sagt, ey, das ist mir jetzt viel zu blöd, ich mach die Scheiße, ist einfach fertig. Ja. Und deswegen genau das finde ich momentan sehr motivierend zum Beispiel. Genau das war das Ding bei mir, wo ich die Ecke fertig gemacht habe mit der Unterführung und mit dem Blockstellenhaus. Weil das eine Ecke war, auf die ich mich richtig gefreut habe, dass die fertig ist. Weil das mit den Formsignalen und sowas alles, da hatte ich richtig Bock drauf, weil auch diese Perspektive. Ich hatte dir ja, glaube ich, mal ein Bild geschickt, Wolfgang. So ein bisschen niedrig an dem Haus vorbei auf die Signale. Das sieht halt schon schweinegeil aus. Aber wo ich diese Ecke halt fertig hatte, soweit, habe ich halt wirklich eine Woche vor der Anlage gesessen und mir wirklich gedacht, okay, aber, ne, wie mache ich jetzt weiter? Weil jeden kleinen Schritt, den ich dann gemacht hätte, der hätte so einen riesen Fass aufgemacht an Folgeschritten, die man dann halt auch befolgen muss, weil man dann halt da angefangen hat, dass ich wirklich erstmal für eine Woche oder etwas mehr als eine Woche vor der Anlage saß und ich dachte, ey, scheiße, was soll ich jetzt machen, wo soll ich weitermachen? Und man hatte irgendwie, also ich, zumindest war es bei mir so, ich hatte so ein bisschen Schiss, dann den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, da mache ich jetzt weiter, weil dieser eine Schritt, den du dann machst, der bestimmt dann halt wirklich das nächste halbe Jahr. Ja, ja, das dann, ist genau mein Punkt auch. Ich habe ja im Herbst, Winter meine beiden Parkhausauffahrtsrampen gemacht. Und zurückblickend kann ich sagen, was jetzt Laser oder dies oder jenes angeht, alles, was ich in Zukunft noch lasern muss, wird einfacher. Also das war für ein Erstlingsding mit den ganzen Steigungen und Neigungen und rund und auch die Statik von den Dingern freischwebend, ohne irgendwie Abstützung nach unten, inklusive Beleuchtung oder sonst was. Ja, das war also schon, ich mache jetzt mal zwei Auffahrtsrampentürme, aber das, puh, so, und dann auch, kannst du dir jetzt raussuchen, machst jetzt den Mittelbau vom Parkhaus, ist auch wieder monatelange Arbeit. Mache ich hinten in meiner Ecke hinterm Stellwerk weiter, mache Lokschuppen, inklusive allen Pipapo ist auch wieder 2-3 Monate mindestens Arbeit. Dann will ich ja endlich mal meinen Hintergrund angehen, dazu ist jetzt draußen noch nicht die Jahreszeit, dass ich da irgendwie Fotovorbildmotive habe, das in meinen Spätsommer reinpassen. Darf ich heuer, wenn ich da mal rangehen möchte, aber auch nicht versäumen. Dann kotzt mich schon seit Jahren die Beleuchtung von der Platte an. Dann habe ich noch irgendwie eigentlich Bock, schon ein bisschen irgendwie auch in der linken Bahnhofsausfahrt weiterzumachen. Wenn ich da aber anfange, weiß ich auch wieder, dass das monatelange Arbeit ist. Dann bin ich ja gerade dabei, noch mit dem Laser so ein bisschen irgendwie zu versuchen, was Standardisiertes irgendwie noch für Gewerbe und Industrie und sonst was. Die Halle ist ja auch schon ein paar Mal zu sehen gewesen zu machen. Wenn ich mich da jetzt irgendwie reinversetze, dann sind auch wieder Monate vorbei. Ja. Und da stehst du dann da und bist erst einmal blockiert, weil du nicht weißt, welches Projekt du angehen musst, weil du genau weißt, dann sind andere Projekte, auf die du vielleicht auch Lust hast oder wo du mal ran müsstest, wieder ein Jahr verschoben. Gut, da wäre das Gegenargument zu sagen, das, was dann derzeit betrieben wird, ist der totale Stillstand, da geht es nirgendwo voran. Es klingt eher so, als bräuchte der einen Arschtritt. kann man grundsätzlich auch so sagen, ja, aber unabhängig davon, also mit der Einstellung wäre ja quasi die Anlage gar nicht erst entstanden. Nee, sicherlich nicht, aber ich meine, momentan ist es ohnehin Utopie. Ich habe schlichtweg weder Zeit noch Kopf dafür, aber wenn dann wieder im Herbst die Zeit unter Kopf käme dafür, was machst du dann? Und das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, wenn ich einen Hintergrund mache, muss ich erst den Raum noch mal so ein bisschen vorab sanieren. Gedanklich bin ich eigentlich schon relativ weit. Ich habe auch meinen Fotostandpunkt gefunden. Ich habe auch liebe Menschen, die mir bei der ganzen Sache helfen können werden.
ist aber nichts, was man einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt, und der linke Bereich ist auch noch nicht so ganz klar. Also ja, rechts da Richtung Lokschuppen mal ein bisschen was zu machen. Da steht ja seit Monaten, Jahren so ein Dummy rum, auch nicht schön, aber da ist immer noch dieser scheiß Hintergrund dahinter. Ja, naja, ich habe ja noch 2, 3, 4 Monate Zeit, um zu entscheiden, was das Winterprojekt wird. Ja, was bei mir so ein bisschen das Problem ist, ich habe halt unheimlich Bock, mal wieder mich entweder an Rollmaterial zu setzen, das heißt mal wieder eine Zuggarnitur mir vorzunehmen, die komplett zu patinieren, Innenbeleuchtung und so weiter, dass ich mal wieder eine Garnitur habe, wo ich sagen kann, die ist fertig, die sieht halt schön aus, die ist technisch halt überarbeitet und das passt alles. Dann stehst du aber da so, ja, warum soll ich mich jetzt da wieder einen Monat hinsetzen und bei neuen Wagen dann Alterungen, Innenbeleuchtung und so weiter machen, wenn ich immer noch keinen Bahnhof habe, wo die Dinger reinfahren können. Hm. Weil ich habe ja nur Hauptstrecke und den Schattenbahnhof, das war's. So, aber ein Signal jetzt schon. Aber schon mit Signal, ja. Es ist schon, Sicherheit ist gegeben. Und dann ist halt noch die ganze Geschichte mit dem Car-Motion-System. Da habe ich jetzt auch schon alle möglichen Klamotten gekauft für Fahrzeugumbauten. Ich will unbedingt mal einen Bus umbauen. Ich will mich mal an kleinere Transporter mal ranbegeben und so weiter. Die ganzen Prototypen, die ich jetzt noch dafür designt habe, die ich auch mal fertig bauen möchte mit Lackieren und allem drum und dran. Das sind so viele andere Sachen, aber immer schwebt dieses Damoklesschwert über einem. So, ja, das kannst du machen, das ist ja alles ganz toll, aber du blöder Wichser hast immer noch keine fertige Anlage und dann machst du halt wieder da weiter, obwohl du eigentlich auf was ganz anderes Bock hast. Das ist auch immer so ein bisschen scheiße. Ich glaube, gerade wenn man jetzt so ein großes Projekt wie einen Bahnhof angeht, dann muss man einfach mal anfangen. Alles andere hilft da nichts. Also das ist bei unbeliebten Projekten eigentlich immer so. Ja. Und sobald man dann das irgendwie inkorporiert hat, als das ist jetzt das aktuelle Thema, dann geht es auch immer einfacher. Ja. Da muss man einfach mal anfangen. Also Sepp, fang mal an. Auf. Auf geht's. Jawohl. Ich bin ja mit meinem werten Kollegen, mit dem ich jetzt zusammen die Mittelleiter designe für das Tillich Elite Gleis, bin ich ja schon im regen Austausch. Wir haben auch schon einige gute Ideen, wie man das umsetzen kann, wie es auch vom Aufbau her ziemlich einfach wird. Also die Sache läuft. Also mein Plan ist halt wirklich zu sagen, okay, ich fange wirklich mal im kommenden Winter an der Ausfahrt die ersten Weichen zu legen, die ersten Gleise zu legen und vielleicht in diesem Winter die ersten 3 Bahnhofsgleise fertig zu legen und auch funktionsfähig zu haben, dass ich zumindest ein bisschen was habe, wo rein und raus gefahren werden kann und ich halt mal Anfang habe einfach nur. Ne? Das also ist also da schon für den kommenden Winter der Plan. Kann ich dir prophezeien, wenn du damit anfängst, machst du es auch fertig. So ging es bei mir. Ich habe ja angefangen, die Gleise, die ja noch in Papierkopien auf der Schalldämmung aufgeklebt waren, dachte ich mir auch, naja, machst halt Stück für Stück. Und dann ist wieder der Bock irgendwie gekommen, dieses Motivationssignal, wie ist es, wenn du fertig bist? Und dann willst du so lange weitermachen, bis wirklich jedes Gleis irgendwie befahrbar ist. Und da habe ich teilweise bis nachts um 2 habe ich irgendwie da gesessen und habe dann noch irgendwie, machst das Gleis noch und dann machst du die Weiche noch. Also das ziehst du dann durch. Da kannst du nicht sagen, mach mal 3 Gleise, sondern ich prophezeie, wenn du damit mal anfängst, dann ziehst du es auch durch. Nee, ich meinte das nicht nach dem Motto, ich mache 3 Gleise und danach mache ich erstmal wieder was anderes. Ich rede von, ich schaffe den kompletten Winter nur 3 Gleise. Och, das glaube ich nicht. Das mit dem Tillich-Umbau auf 3 Leiter, das ist schon nicht ganz so einfach. Okay. Und auch die Radien der Weichen so zu treffen, weil wir müssen halt wirklich mit den Bahnhofsgleisen genau da rauskommen, wo wir das maßlich geplant haben, sonst passt der ganze Bahnhof nicht mehr an die Stelle, wo er hingehört. Ja, aber das ist halb so wild. Ich habe ja auch irgendwie, ich war ja völliger Neuling und wisst ihr, ich habe 2 große Bahnhofseinfahrten in Bögen und zum Schluss haben die Gleismittenabstände zumindest in der Geraden, aber auch im Radius trotzdem perfekt gepasst. Ich sehe da irgendwie Sepp sein Vermessungsnetz aufbauen für seine äußere Gleislage. Das könnte spannend werden. Das ist halt so wild.
Ich habe tatsächlich, also für die Bahnhofsgleise habe ich mir schon einen Kreuzlaser besorgt. Also die Boah. Bahnhofsgleise werden mit Kreuzlaser ausgerichtet, wirklich auf das Zehntel Millimeter genau gerade. Das kannst du vergessen. Ich möchte jetzt nicht ketzerisch sein, aber ich habe mir auch gedacht, hey, ich habe noch vom Baustellen hatte ich eine schöne 2 Meter, 2,50 Meter, wirklich eine schnurgerade Aluminium-Richtschiene. Massiv, stabil. Und wenn du an der entlang Gleise legst oder auch an einem von mir aus vom Laser gezeichneten Strich Gleise legst und schaust rein, sind die immer noch krumm und schief. Das Einzige, was wirklich was bringt, ist dein Auge, um die Gleise wirklich perfekt auszurichten. Dass man das entlang von Schnüren gezogenen Strichen oder mit Anlegekante von irgendeiner Aluschiene irgendwie hinbringt. Das ist für den Anfang schon ganz gut, dann liegen sie schon mal nicht schlecht. Aber wenn du dann entlang des Gleises, gerade bei einer Geraden, reinschaust, hast du immer noch ganz leichte Wellen drinnen, rechts, links von der Gleismitte, die du wirklich nur mit dem Auge rausbekommst. Ja, du hast du die falsche Herangehensweise, dann musst du dann einfach einen Langsamfahrsignal aufstellen, dann ist gut. Das geht auch. Du hast ja eh bei der Einfahrt ins Stumpfgleis maximal Geschwindigkeit 30 oder 20, also. Und in echt sind die auch nicht so gerade, aber so eine Gleislage, also ich kann mich erinnern, ich habe alles versucht, das ohne irgendwie Nachkontrolle, und ich habe ja genug parallele Bahnhofsgleise, vergiss es, du musst wirklich reinschauen und dann hast du ja deine Gleisbefestigungen, meistens ja, ich denke bei dir dann auch mit kurzen Schrauben und Beilagscheiben, und da kannst du dann noch das Mühe rausholen, dass wenn du dann über das Profil schaust, das wirklich gerade läuft. Geht das mit den Schrauben Nur. überhaupt, wenn du drei Leiter nachgerüstet hast? Musst ja an die Stimmt. Schwellenköpfe. Stimmt. Ja, ich muss dann oben auf den Gleisprofilen muss ich das dann auflegen. Oder ich mache halt dann mit kleineren Schrauben, mit kleineren Unterlegscheiben immer links und rechts vom Mittelleiter. Mit C-Gleis wäre das einfacher gewesen. Dann sähe es aber auch deutlich beschissener aus. Ich habe, apropos C-Gleis, ich habe bei mir im Schattenmodus zwei Trix C-Gleis DKW verbaut, was ja auch eines meiner absoluten Lieblingsweichen ist, überhaupt gerade von Schattenbahnhof. Haben wir wieder gemerkt an dem Wochenende, Ja, und wir haben herausgefunden, dass eine dieser beiden DKW in einer Schaltstellung komplett flatterige Zungen hatte. Die konntest du aber wieder zurückschieben. Oh, gut. Und dann, ich wusste aber nicht so richtig, wo das Problem ist. Ich habe die aufgemacht. Hab's auseinandergebaut, hab's wieder zusammengebaut, da hat's immer noch nicht funktioniert. Hab noch die Weichenlaterne rausgenommen und die Beleuchtung, die brauche ich ja eh nicht. Hab's wieder auseinandergebaut, wieder zusammengebaut, dann hat's funktioniert. Was in der Zwischenzeit passiert ist, keine Ahnung. Zehngleis. Märklin Magie, das ist der pure Wahnsinn. Also. Oh Mann, ey, ja. Vielleicht Das hat es ja gereicht, dass sich mal jemand mit Liebe drum gekümmert hat. ihr habt ihr danach sogar sauber gemacht. Ja. Oh Mann, ey. Ja, deswegen haben wir auch wirklich, das war gut, okay, wir es jetzt so gemacht hätten wie du, Wolfgang, und hätten uns da jetzt die Weller-Kreuzungsweichen geholt, dann wäre es vielleicht noch ein anderes Thema gewesen, aber wir haben halt bei unserem Bahnhof gesagt, wir planen das komplette Ding ohne eine einzige Kreuzungsweiche. Weil wenn irgendwas irgendwo rausfliegt, dann sind es immer Kreuzungsweichen. Und da hatte ich keinen Bock drauf, da hatte Vater keinen Bock drauf. Wir haben alles nur mit ganz normalen Weichen geplant. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir einen gewissen Bereich haben im Bahnhof, wo Züge gleichzeitig ein- und ausfahren können. Wir haben aber auch Bereiche, wo das nicht funktioniert, weil die ansonsten kollidieren, weil die Wege sich dann kreuzen. Aber ja. Scheiß drauf. Dafür haben wir keine einzige Kreuzungsweiche im Bahnhof und dann wissen wir auch, dass die Kacke auch funktioniert. Also ich Dafür habe. musst du. Entschuldige? Ja, also ich habe bei mir im Bahnhof habe ich ja eine DKW von Peco, ne? Weil das ja die einzige ist, die auch diese 12-Grad-Geometrie hat von Tillig. Die ist jetzt ehrlicherweise nicht die hübscheste, ja. Aber mit der hatte ich noch nie Probleme. Also, ich würde jetzt behaupten, im Schattenbahnhof zum Beispiel,
ist mir die DKW ein Dorn im Auge, weil da halt viel drüber fährt, aber ich habe auch genauso oft Probleme mit einfachen Weichen da. Ich meine, das ist vielleicht auch ein Zeglers-Problem ein bisschen. Aber ich finde halt, DKWs sehen halt einfach geiler aus, gerade den Kopfbahnhöfen. Also das macht einfach deutlich mehr her. Ja, ich glaub, ich, aber das Risiko würde ich, glaube ich, eingehen. Du weißt schon, dass ich die auf drei Leitern noch umrüsten das muss. Das stimmt, ne? Das richtig, ja. Und das ist bei einer DKW, bei einer schlanken DKW, ist das die absolute Hölle. Das ist richtig. So, und da ist mir die Fehlerquelle, dass irgendwo mal irgendwie ein Radkranz an die Pukos drankommt und dann jedes Mal einen Kurzschluss provoziert, wenn da irgendwas drüber fährt. Das ist mir einfach zu hoch. Die Optik, die... Ja, ich finde DKWs auch schön, gerade diese Anreihungen an DKWs in den Kopfbahnhöfen, das sieht halt schon schweinegeil aus. Aber, scheiß drauf. Wir machen es auf Nummer sicher und ich habe auch in den letzten paar Tagen mit meiner super, super tollen ESO E03 gemerkt, dass man da echt, ja, auf Nummer sicher gehen sollte. Ich habe gehört, mit der bist du sehr zufrieden. Ja, ist ein super Modell. So eine verschissene Zangengeburt, dieses Teil, wirklich, ey. Das ist. Die hat mir einfach eine schlanke Kreuzungsweiche zerstört. Ich musste die zusammenkleben. Das ist. Ja, das ist. Martialische Bundesbahntechnik. Die ist einfach so hart entgleist, dass sie einfach einen Radlenker abgebrochen und weggeschossen hat. Der lag einfach am anderen Raumende. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Alter. Stark. Ja, es ist noch richtig solides Engineering halt, ne? Ja, heißt ja auch Engineering Edition, die Dinger, ne? Mhm. Aber da hätten sie mal ein bisschen mehr Hirn ins Engineering und ein bisschen weniger in die Edition reinpressen müssen. Weil die erste fuhr einfach gar nicht, die ist ständig entgleist. Also wirklich bei fast jeder Weiche ist die rausgeflogen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Weil erst war das Achsmaß auf 14,4, was selbst für DC schon ziemlich groß ist, sage ich jetzt mal. Dann habe ich die das erste Mal eingeschickt, dann kamen sie wieder zurück, dann haben sie mir das Achsinnenmaß auf 13,8 gepresst, was dann schon ein bisschen eng war, ist aber trotzdem noch rausgeflogen. Ja, dann habe ich sie zurückgeschickt, habe jetzt eine neue Maschine bekommen, die lief dann auch relativ problemlos. Blöd war nur, eine Beleuchtungsplatine war kaputt. Das heißt, die Kiste war auf einer Seite komplett dunkel. Ja, und jetzt ist die wieder bei ESO. Und jetzt haben die noch einen Versuch. Und wenn das Ding jetzt zurückkommt und es ist... Entweder das Licht ist immer noch defekt, weil sie es einfach zu dumm waren, es zu reparieren. Oder die Kiste hat jetzt wieder irgendwas anderes. Dann können die Ulmer Elektrospargolos die scheiß Karre behalten. Dann kaufe ich mal einen von Roco, ist mir auch egal. Die hat es denn Dortmund gekauft, oder? Genau, ja. Das war die erste. Direkt von ESO. Nee. Und da muss ich auch mal wirklich ein Lob an den Händler rausgeben, wo ich die gekauft habe. Bei The Isenborner. Weil die haben sich echt ein Ei aus der Hose gepellt, um mir irgendwie noch eine Ersatzmaschine zu organisieren. Haben auch direkt gesagt, wenn das nicht funktioniert, sag Bescheid, dann geben wir dir irgendwas anderes oder du kriegst dein Geld zurück und keine Ahnung. Die haben sich richtig einen abgebrochen da. Um das irgendwie noch auf die Kette zu kriegen. Tut mir da jetzt auch ein bisschen leid für die, dass die zweite Maschine, die sie mir einfach irgendwie über Wochen hin und her Telefoniererei organisiert haben, einfach auch im Arsch war. Aber die mal schauen. Hatten bestimmt fantastische Spannen, Händlerspannen drauf, sodass sie so ein bisschen Reklamationsgequengel und Telefonate und Frachtkosten ganz locker wegstecken konnten. Ja, also so oder so. Ich, Ja, vielleicht kannst du ja im Herbst in Friedrichshafen wieder kaufen als B-Ware. Das wäre geil. Du kannst ja aus zwei in eine zusammenbauen. Ja. Nee, aber das, ey, ohne Scheiß, das ist ja wirklich die größte Ironie. Also erstmal habe ich mein Problem im Stummi-Forum mal gepostet gehabt, in den Thread von der E03, wo mir dann einige von diesen unglaublich, für dieses Hobby unglaublich wertvollen Experten, ja, jeder kennt sie, gesagt hat, ja, natürlich fährt die nicht, weil du fährst ja auch mit Tilliggleis. Wo ich mir auch denke, so, warum entgleist die Lok auf C-Gleis, wenn ich an einer Seite Tillig anlöte? So, sobald da Tillig dran ist, quittiert das C-Gleis dann seine Funktionalität oder was? Was ist das für eine Scheißaussage? Und
dann ist einfach die größte Ironie, ich habe noch drei andere ESO-Loks. Alle diese ESO-Loks habe ich als B-Ware gekauft. Mit sowohl optischen Mängeln, als auch teilweise, dass an den Fahrwerken so ein paar Sachen krumm waren, etc. Alles nicht das Problem. Alle diese Dinger funktionieren einwandfrei. Und die eine ESO-Lok, die ich neu kaufe, macht nur Probleme. Und das Geilste ist, in dem ganzen Thread von dieser E03 bzw. 103 sind so viele Bilder von Modellen, die teilweise in einem absolut unterirdischen Zustand ausgeliefert wurden. Mit Kleberflecken, mit Farbflecken drauf, mit komplett krummen und schiefen Pantographen, mit Sandkästen, die entweder schief oder falsch rummontiert wurden. Digga, jedes meiner B-Ware-Modelle sieht besser aus als das, was die als Neuware verkaufen momentan. Das hat doch eh ewig gedauert, bis die dann rauskommen. Das war schon. Ja, ich glaube 2014 oder 2016 haben die angekündigt. Und das hat schon ein paar Jahre gedauert, ja. Und ey, ganz ehrlich, mittlerweile ist es an und für sich ist es ein wirklich schönes Modell. Aber unterm Strich, das Ding hätten sie einfach in der Schublade lassen sollen. Da haben die sich echt keinen Gefallen mitgetan, wirklich nicht. Naja, vielleicht war das der gleiche Effekt, dass sie es jetzt endlich mal fertig kriegen wollten. Ja, also so ist das Modell auch. Das Ding musste einfach nur fertig werden und das merkst du auch. Da ist teilweise, nee, wirklich. Also Farbe viel zu dick drauf, alle Details irgendwie komplett zugeschwemmt. Wahrscheinlich um die Formtrennkante an dem Kopf vorne zu verbergen, womit ja irgendwie alle Hersteller bei der 103 Probleme haben. Ich habe keine einzige Lok gesehen, die vernünftig in die Verpackung gesetzt war. Die waren alle krumm und schief da reingeschraubt. Teilweise mit den Drehgestellen komplett neben den Halterungen, wodurch dann die Sandfallrohre und die Sandkästen entweder schief oder abgebrochen waren. Also, ey, wirklich, ne, ich weiß nicht, ob die da sich momentan ein bisschen, ja, weiß nicht, auf ihrem Ruf ausruhen oder so, aber das Ding, das ist so ein Haufen Scheiße, das ist unfassbar, ey. Ja, vielleicht hat der Zulieferer, der Endfertiger irgendwie noch ein paar Rechnungen irgendwie nicht bezahlt bekommen und hat dann lustlos irgendwie dann den Auftrag noch abgearbeitet. Ja, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, wir haben zwei V200er und eine 218. Alle sehen top aus, alle machen ihren Job, funktionieren absolut problemlos. Und mit diesem Teil... Ja, ich habe ja auch eine 94er, die fährt eigentlich auch ganz schön so. Also, ich meine, ich gucke eh nie so genau hin, aber mit dem Ding habe ich auch keine Probleme auf keiner Weiche, in keinem Bogen. Ich hatte damals eine 218 gehabt, die war auch eigentlich ganz gut. Die konnte ich dann sogar für den Einkaufspreis wieder verkaufen nach 5 Jahren. Also für den Kauf zum Preis, für den ich sie gekauft habe. Mm. Die lief eigentlich auch ziemlich gut. Das war meine erste mit Pufferkondensator, glaube ich. Das war eine Revolution. Das war ja noch 2012, glaube ich. Mm. Ewigkeiten her. Aber ja, ich habe die Lok, vor allem die erste mit Anstehen, die erste zu 18, wo man sagen konnte, man erkennt, was der Sound darstellen soll, weil zu dem irgendwie ein Jahr davor kam die für Märklin raus, die eigentlich besser ausgesehen hat, aber die natürlich vom Sound her, eher mit Gartengeräten mithalten konnte. Und die aktuelle V200 haben wir auch, die hatte ich ja auch mal beim letzten Treffen bei dir mitgehabt. Die war da geil. Da hast du ja auch den Sound gehört von dem Ding, das ist ja absolut brutal. Ja, die war echt cool. So, und die Fallkurve war hoch bei den ESO-Modellen und deswegen bin ich vielleicht auch so salzig, weil das klingt ein bisschen gemein, aber wenn ich mir eine Roko-Lok gekauft hätte und die wäre so, hätte ich mir gedacht, jo, ist halt Roko. Aber es tut mir leid, aber ich habe halt, was Loks angeht, bei denen nicht die besten Erfahrungen. Aber bei den ESO-Dingern, da war ich halt schon, gerade für den Preis, echt ein bisschen salzig. Also das ist... Gibt es denn von Märklin keine 03? Ja, doch, aber die Pantographen sind hässlich. Die Details sind halt bei weitem nicht so wie bei anderen Herstellern. Die sind halt immer so ein bisschen, ja, mit dem Märklin-Modell muss man auch einen Nagel in die Wand kloppen können. Die werden ja von ihren Liebhabern immer etwas gröber angepackt. Und es ist halt alles nicht so geil irgendwie. Und dann bezahlst du halt noch ein Heidengeld für einen Sound, der halt absolut unterirdisch ist. Der Sound von der E03, der war halt auch geil. So, wie gesagt, ich habe sie ja in Koblenz live gehört und das ist schon wirklich, wirklich nah dran.
Aber es bringt halt nichts, wenn das Ding nicht fährt. Das ist... naja. Also ich habe von Rocco habe ich 403er, glaube ich. Drei in Beige, also in Rot-Beige und eine in Orientrot. Und ich bin an sich sehr zufrieden. Wobei, ich bin nicht sehr zufrieden. Ich bin zufrieden. Aber ein Problem, das die Lok irgendwie hat, und das hat jede von den Modellen, die ich von der Lok habe, die hat einen, möchte sagen, mit einer gewissen Zufallsvariable versehenen, automatisch hebbaren Stromabnehmer. Und ich sage bewusst hebbar und nicht heb- und senkbar. weil der manchmal einfach hochknallt. Und der hält echt kaum, tatsächlich. Und es ist schon mal passiert, ein, zwei Mal, dass der irgendwo im Schattenbahnhof einfach gesagt hat, so, jetzt ist Zeit, sich zu erregen. Und kurz danach hing er dann irgendwo an der Spante fest. Glücklicherweise mit langsamer Geschwindigkeit. Das ist bei der Rocco-Lok ein bisschen nervig. Und erstaunlicherweise, und darüber beschwere ich mich auch an sich gerne mal, was, wenn es um etwas ältere Rocco-Loks geht. Also dafür, dass die Lok 6 Achsen hat, hat sie eine echt miese Stromaufnahme. Ich weiß nicht warum. So richtig kann ich es mir nicht erklären, aber es ist furchtbar. Also dafür, dass da so viele Akkus zur Verfügung stehen, läuft das manchmal auch gerade, wenn mal irgendwie eine Lücke im Strom ist, die nicht sein sollte vielleicht, es läuft echt schlecht. Nur noch bei den anderen Loks läuft es schlechter. Ich wollte gerade sagen, das ist aber bei einigen Modellen ein Problem. Wie gesagt, wir haben ja auch am Wochenende drüber geredet. Ich habe auch eine 64 von Roco. Die ist einfach nicht vernünftig ans Laufen zu kriegen. Und das liegt nicht am Mittelschleifer. Es sind wirklich die Radkontakte. Ja. Die einfach scheiße sind. Ja, ich weiß, das ist irgendwie so ganz, ganz interessant bei Rocco. Du hast das Modell irgendwie ein halbes Jahr in der Vitrine stehen gehabt. Du stellst es auf die Anlage und das Ding ist einfach tot. Ja. Und dann musst du es wirklich in so einem qualvollen Prozess, musst du das Ding für 2-3 Minuten über die Anlage buxieren, bis du es schaffst, das Ding auf eine einigermaßen ertragbare Fahrgeschwindigkeit zu bringen. Und wenn du das Ding dann auf der Anlage ein, zwei Wochen stehen lässt, außer es ist halt irgendwie wirklich jetzt irgendwie so 140, die gar nichts hinbekommt, bei den 218ern ist es zum Beispiel auch so, dann geht das eigentlich ganz gut auf einmal. Die haben nicht so diese klassischen Kontaktprobleme wie Märklin zum Beispiel, dass du bei voller Fahrt auf einmal irgendwo so einen Ruckler hast, wo das Ding kurz steht und dann weiterfährt, so als würdest du irgendwas nachdenken, sondern das ist so ein, so, ja, wie soll man das, als müsste man die müden Knochen erstmal wieder warm rütteln bei der Kiste. Mhm. Also es ist total, total skurril und ehrlicherweise manchmal ein bisschen nervig. Weil eigentlich sind das in der Regel schon ganz schöne Loks. Die 64er, die packe ich auch, wenn ich mit der Aufnahmen machen will oder wenn ich die fahren lassen will, die kommt erstmal eine halbe Stunde auf den Rollenprüfstand, weil vorher brauche ich es gar nicht probieren. Mhm. Die kackt eh irgendwo ab, wo man dann nicht drankommt und dann kannst du unter die Anlage klettern oder keine Ahnung was. Das, nee. Es macht keinen Spaß. Die sieht wunderschön aus. Ist ein Bombenmodell. Aber dieses eine Problem mit diesem scheiß Kontakt bei den Dingern, das ist furchtbar. Ja, es ist manchmal schon ein bisschen beschwerlich. Wo wir über Modelle reden, die einen begeistern, ich habe jetzt seit einer Woche den KLV-53 von Riva Rossi, aka den Rottenkraftwagen, ne? Und ich muss ja sagen, ich bin da schon schwer begeistert. Also das Ding ist ja so putzig. Also vielleicht für die das gar nicht kennen, das ist im Prinzip ein Baufahrzeug mit Kran, ne? Ein kleines, mit Anhänger. Und es ist dann schon recht erstaunlich, wenn man das neben den Bammerwack stellt von Fissmann, ne? Also den Robel. Dann sieht man zum einen doch, wie diese Fahrzeuge immer größer werden, ne? Auch im Original. Muss aber dann irgendwie am Ende des Tages sagen, dass mir tatsächlich sogar der von Riva Rossi, der KLV, besser gefällt als der Bammerwack von Robel und von Fissmann. Weil der Fissmann-Bammerwack, der hat ja so einen drehbaren Kran, das hat der Riva Rossi nicht. Dafür hat der Riva Rossi aber einen Anhänger. Und das Schöne ist ja bei diesen Baufahrzeugen, die haben mit bestimmten Anhängerbauarten, also es gibt jetzt aktuell eigentlich nur eine, haben die eine sogenannte bordkompatible Einheit. Das heißt, die können mit dem Anhänger in beide Richtungen fahren, ja, wenn sie was aufgeladen haben beispielsweise. Das macht halt die Baustellenlogistik für Instandhaltungsbaustellen deutlich einfacher. Und es sieht einfach viel cooler aus, wenn das Fahrzeug mit diesem Anhänger vorwärts fährt, als wenn es solo vorwärts fährt. Und da würde ich sagen, würde ich lieber auf diesen drehbaren Kran verzichten und hätte stattdessen lieber momentan den aktuellen Wagen dafür, den Anhänger, den H27, den es aber meines Wissens auch nicht gibt, als diesen drehbaren Kran.
Und der KLV-53 von Rivrossi hat da logischerweise den Vorgänger davon. Der wurde so konstruiert, dass er Strom abnimmt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das ist quasi eine magnetisch-elektrische Kupplung, was auch ziemlich cool ist. Und das Ding ist tatsächlich recht stabil, wenn es ums Fahren geht. Also gerade auf den Gleisen, die wenig oft befahren werden, merkst du schon, wenn er da den ganzen lang kriegt, dass er irgendwann stehen bleibt. Aber an sich fährt er schon. Hat eigentlich einen ganz netten Sound. Und ich bin echt begeistert. Das ist ein bezauberndes Modell. Ich finde es wirklich toll. Alleine die Tatsache, dass er Sound hat, in diesem kleinen Popelding, wo ja noch wirklich nicht viel Platz ist, weil durch die Kabine kannst du ja durchgucken. Ja. Das ist schon wirklich, sehr, sehr süß. Aber das Ding digital nachzurüsten, stelle ich mir wirklich wie eine absolute Höllenaufgabe vor. Also was natürlich, wenn man den analog kauft. Was natürlich fehlt, ist generell Spitzensignal und Schlusslicht. Das gibt's gar nicht, aber im Wagen nicht. Beim Wagen wird es auch gar nicht erst nachgebildet, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, habe ich schon für mehr Geld schlimmere Modelle bekommen, glaube ich. Ich bin echt begeistert. Eigentlich fast schon wieder schade, dass man, abgesehen davon, das Ding irgendwie mal kurz auf den Gleis zu stellen und so zu tun, als würde etwas geschafft und dann fährt man es wieder weg, eigentlich gar nicht mehr mit anfangen kann. Na gut, das Spitzensignal ist ja sowieso nicht beleuchtet und die Laternen, ich meine, du hast ja einen 3D-Drucker, die kannst du einfach nachdrucken und dranpappen. Könnte man machen, ja. So, dann hast du das Ding zumindest voll zugerüstet und ich weiß jetzt nicht, was für ein Aufwand das wäre, die Beleuchtung daran nachzurüsten. Knuffig wäre es in jedem Falle. Es ist lustigerweise sogar im Decoder als Funktion vorgesehen. Also auch in der Beschreibung, F0 Spitzenlicht. Also. Geil. Ja, also vielleicht geht's. Süß wäre es in jedem Falle, aber wie du schon sagst, das ist halt auch das Ding, warum ich immer damit hadere, mir den Turmtriebwagen von Märklin zu holen. Den Altroten. Weil, ja, das ist halt geil, wenn du die Bühne dann hochfahren und bewegen kannst und so weiter. Und das Ding macht halt auch im Bahnhof eine ganz gute Figur, wenn das so weiter hinten in so einem verkrauteten Abstellgleis irgendwo steht. Aber das ist halt auch nicht gerade günstig. Ja, das Geld auch wenig wert, wenn es nur so ein Standmodell ist, ne? Ja. Richtig, und es steht halt die meiste Zeit einfach nur darum. Das ist halt, ja. Naja, was du natürlich machen kannst, ist, aber da brauchst du eine PC-Steuerung, dass du halt über die PC-Steuerung sagst, du hast irgendwie einen Ablauf, der heißt dann irgendwie Instandhaltung und dann fährt das Ding halt, keine Ahnung, auf die Strecke und dann wird quasi irgendwie so eine Stützpunkt-Inspektion wird dann simuliert, wo das Ding eine halbe Stunde von Stützpunkt zu Stützpunkt fährt und dann gucken die ein bisschen oder reinigen Isolatoren oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ja, klar, das kannst du machen. Das kannst du mit solchen Fahrzeugen noch irgendwie hinbekommen. Ja. Es gibt ja auch noch diese kleinen Turmtriebwagen. Da gab es, glaube ich, mal einen von Brava, glaube ich. Das war so ein ganz kleiner mit so einer ganz knuffigen Bühne da drauf. Ich schätze mal, den werde ich mir auf kurz oder lang mal holen. Einfach für die Möglichkeit, jetzt sei es jetzt für ein Video oder einfach nur mal so, das Ding mitten in den Bahnhof zu stellen. Und damit einfach mal zwei oder drei Bahnhofsgleise totzulegen, weil an der Oberleitung was gemacht werden muss, im Weichenbereich oder keine Ahnung. Und das dann betrieblich dann halt so zu lösen, dass du halt, obwohl diese Gleise fehlen, du halt irgendwie klarkommst. Ja. Das ist halt ganz interessant. Ja, das ist für mich auch mal so eine Ausrede, mir solche Fahrzeuge zu kaufen. So, man kann sie in Videos verwenden. Deswegen wird es auch... Ich glaube, Wolle ist eingeschlafen, kann das sein? Nee, ich höre zu. Und habe mir gerade bei dem Schlagwort Videos gedacht. Da dachte ich mir, da war doch mal was. War da nicht mal was? War da noch mal was? Das letzte Video ist auch schon Monate her, glaube ich. Aber okay, kommt Zeit, kommt Rat. Wolfgang surft ja gerade so ganz nostalgisch auf seinem YouTube-Kanal rum und hat völlig vergessen, wo er gerade eigentlich ist. Ja. Nee. Ich schaue nebenher Slowenien gegen Dänemark. Steht 1-0 für Dänemark in der 25. Minute. Aber ich bin ganz ohr. Ich habe mir vorgestellt, wie der Sepp diesen KLV, der hat ja diese freistehenden, auf dünnen Drähten positionierten Stirnleuchten drauf. Und da eine Beleuchtung reinzukriegen, da habe ich kurz drüber nachgehirnt und habe das dann irgendwie schon gleich wieder abgehakt, weil für mich wäre das nix. Aber der Sepp würde es bestimmt hinkriegen. Es wäre eine schöne Herausforderung, ja. Ja, ich habe das Ding ja auch gesehen und habe es auch fahren sehen. Das ist schon geil, das Teil.
Er muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, wie das bei Baufahrzeugen damals geregelt war. Meines Wissens nach war es in den 90ern noch so, dass keine Pflicht bestand, Spitzensignal anzuhaben. Auch im Betrieb nicht, ne? Also gerade wenn man so Bilder aus den 90ern sieht, da sieht man viele Züge ohne Fahren. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, wie dringend das unbedingt wäre, dass man das nachrüstet bei dem Fahrzeug. Es wäre ein nettes Gimmick, aber es ist irgendwie die Zeit einfach nicht wert. Also und vor allem auch die Nerven nicht. Das Teil sieht da auch so schnell knuffig aus und ich finde, also mein, das hat jetzt auch mit Sound und dem Wagen 280 Euro gekostet, aber ich finde irgendwie, ich finde trotzdem, es bietet einem was, ja, für die Knete. Ja, und kann da irgendwie mit leben, weil ich hätte eh nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Ja, also ich finde das Ding auch total süß. Das ist schon, das hat was. Und ja, mit dem Licht, klar, ist halt unterm Strich, so oft wie man das Teil fährt, ist es halt dann unnötig. Aber was ist in diesem Hobby eigentlich nicht unnötig? Wenn man mal, das mal wirklich überlegt. Ja, wir haben ja letztens eine Verkehrsroute 139 gekauft. Gebraucht, oder was kann ich gebraucht gewesen, ist keine Ahnung. Und während des Kaufprozesses mir so gedacht, sie sieht ja wirklich bis auf die Loknummer für jeden, der sie die anguckt, einfach aus wie ein 140. Ja? Auch vom Außendesign her, weil die hat genauso wie die 140 von Rocco kein DB-Logo, das ist einfach nur nackt an der Seite. Und dann denkst du dir auch so, du hast jetzt die Lok nur gekauft, weil sie 139 ist, aber im Prinzip sieht sie genauso wie 140. Es ist nichts, es gibt dir an sich erstmal keinen Mehrwert. Komplett schizophren. Ja, das ist Jagen, Sammeln, Fallen stellen. Das ist der Neandertaler in uns, ja, der zu seiner 140 dann 139 auch noch haben möchte. Ja, das war ein guter Preis, war ein guter Preis. Ah, auch noch, ja klar. Ja, dann. Fährt auch tatsächlich ein bisschen stabiler als die 140, habe ich schon testen können. Nächstes Argument, ja, alles richtig gemacht, ja. Alles richtig jetzt gemacht. Jetzt brauche ich nur noch eine Steilstrecke, wobei das habe ich ja im Prinzip. Ja. Nee, ist eine schöne Maschine. Ich hatte auch ein schönes Déjà-vu zu unserem Picolox meets ESO-Decoder-Thema. Weil ich habe ja die 141 in Ozean Blau Beige gekauft vom Pico. Und die hat vom Vorbesitzer einen ESO-Decoder verpasst bekommen. Und genauso fährt sie auch. Das ist so furchtbar. Ne? Das ist Fahrstufe 1, macht das Ding von 0 auf einfach mal so 40 km/h. Und Fahrstufe 2 bis 3 springt sie dann runter auf 5. Und ab da beschleunigt sie normal. Es ist alles so furchtbar mit dieser Lok. Es ist eine Last. Wirklich, Ich werde den Decoder jetzt definitiv mal komplett neu programmieren. Ich gehe davon aus, der ist noch auf Werkseinstellungen. Und werde dann von der Decoder-Schnittstelle direkt zum Motor die Kabel ziehen und gar nicht mehr über die Platine von Pico gehen und hoffen, dass mir das etwas schönere Fahreigenschaften beschert. Das werde ich auch mal versuchen. Können Sie gerne mal berichten. Weil, also, das letzte Mal. Ich bin gestern noch mal eine Runde gefahren und da hat die 111 auch wieder so eine Amokfahrt gemacht. Also, das ist unerträglich. Also, furchtbar. Ich habe auch schon jetzt bei einer hatte ich mal diesen C4-Kondensator ausgelötet und es sah kurz aus, es hat mir kurz Hoffnung gemacht, weil es kurz aus, als hätte es funktioniert, aber ein paar Runden später wurde meine Hoffnung dann im Keim erstickt. Also, da war gar nichts zu holen. Das ist echt schrecklich. Oh Mann. Ich habe meine Pico 111 mit einem Schlachtmotor aus einer 140 versehen. Seitdem läuft sie ganz gut, auch wenn sie keine Puffer hat. Das ist das nächste Problem, ja. Pico-puffer.de, ne? Das war ja so geil, wo wir die S-Bahn 111 aus der Verpackung genommen haben. Ich nehme die hoch, stell die auf den Tisch und ein Puffer fällt ab. Da dachte ich mir so, ah, schön, ich bin angekommen. Das ist so geil, ey. Furchtbar. Absolut furchtbar. Ja, ich kann mir auch vorstellen, ich mache jetzt noch mal so ein bisschen von außen so einen Blick noch auch mal auf so das Gesamtszenario. Ich glaube, so ein bisschen zu spüren und vielleicht ist es auch so ein bisschen was, wo ich mich nicht entziehen kann.
sodass so dieser Run oder Hype ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Renaissance, ja, das ist vielleicht das Richtige, weil die Renaissance der Modellbahn während Corona jetzt doch so weit abgeflaut ist, auch durch den zeitlichen, ja, durch die zeitliche Distanz zu dieser Zeit, dass so allgemein irgendwo die Szene oder das Thema bei vielen, vielen Leuten, auch bei Herstellern, Händlern, wieder ganz schön zu Lasten gerade von Herstellern und Händlern wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also so dieses, ja, sieht man oder bilde ich mir auch einzusehen, so die letzten 3 Monate habe ich nicht mehr verfolgt, aber auch in den Foren ist es ziemlich müde geworden. So, ich denke mal, die ganze Branche hat irgendwie so ein bisschen, ist die Luft raus, auch wieder jetzt plötzlich viele Rabattaktionen oder marktschreierische Anzeigen, um wieder Liquidität herzukriegen. Qualitätsprobleme oder vielleicht, ich meine, ich habe jetzt nicht den wirklichen statistisch relevanten Überblick, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so das Thema so ein bisschen durch ist. Ja, gut, das kann aber auch täuschen durch die Jahreszeit jetzt. Weil Also, viele vertreten halt dieses staccatohafte Denken, ja, Winter ist Modellbahn und Sommer, dann kommt eine Plane drüber, dann mache ich nichts mehr. Dann will ich nichts davon wissen, was absolut dumm ist, weil dieser Sommer war bis jetzt einfach komplett für den Arsch. ja, kann Und ich beipflichten, grundsätzlich, ja. Nee, man, aber auch jetzt unabhängig von der Jahreszeit so ein bisschen, wie lange ist jetzt Corona her? 2 Jahre? So, und auch so ein bisschen mit dem Erlebnis Dortmund, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, das hat mich schon ein bisschen geflasht, weil so ich wollte oder ich konnte mir ja durch den Kontakt jetzt mehr so auf YouTube, Insta und auch so, sag ich mal, mit den Protagonisten, die ich jetzt persönlich auch kenne, sei es vom Stammtisch oder jetzt von den YouTubern, hatte ich eigentlich ein Bild von der Branche, das sich dann in Dortmund weitestgehend relativiert hat. Das hat mir schon ein bisschen einen Schrecken eingejagt, so dieses ja, Szenario da oben. Ja, und irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist so ein Gefühl irgendwie, dass da jetzt nach dem Aufschwung über Corona, da jetzt die Branche oder die Szene von einem Abschwung steht, der jetzt gerade erst so ins Rollen gekommen ist. Natürlich auch Kaufkraft und dieses Ukraine und Inflation und kommt ja alles zusammen. Das ist irgendwie so ein Szenario, was ich sag's mal anders. Ich möchte jetzt momentan irgendwie keinen Modellbahnhersteller, keinen Händler oder sonst irgendwie von der Branche leben müssen. Also so ist jemand, der von der Branche leben muss, möchte ich nicht sein. So ist der Satz richtig zu Ende geführt. ja, ach, weiß ich nicht. Ja, gut, übers Konsumklima kann man sicherlich jetzt herrlich drüber reden, aber dafür gibt es genug andere Podcasts. Ich finde das jetzt, also was du eher beschreibst, ist eigentlich seit den letzten 10 Jahren eigentlich der Normalzustand gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Also auch Ja. dein Schockieren über die Messe und über den Altersdurchschnitt ist, glaube ich, für jeden, der jetzt das vierte, fünfte, sechste Mal auf diese Messe gegangen ist, nichts Neues. Es war schon Ja, immer war so und ich finde es ehrlicherweise, ich finde es nach wie vor ein bisschen nachvollziehbar, weil rein ökonomisch ist dieses Hobby einfach für gerade Menschen zwischen, sag ich mal, 15 und 25 Jahren oder 30 Jahren einfach nicht interessant. Ja, und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass das Klientel eher in die obere Altersregion rutscht. Das war immer so und es wird immer so bleiben. Ja gut, aber so gewisse Bedenken, was den Nachwuchs in dem Hobby angeht, kann ich auch nicht übel nehmen, weil wir hatten jetzt eine ähnliche Situation bei uns auf dem Modellflugplatz. Wir hatten bei uns in der Nähe eine große Schule, die mit zwei verschiedenen Jahrgängen halt einen Wandertag gemacht hat, wo man auch sagen muss, ja, Wandertag ist jetzt nicht unbedingt das, worauf sich die Schüler halt am meisten freuen, ne? Wo sie sagen, boah, ich habe jetzt voll Bock, 2 Stunden durch den Wald zu laufen, mir irgendwelche Kastanien anzugucken. Aber die sind dann halt auch bei uns auf dem Modellfluggelände vorbeigekommen und wir haben dann da so ein bisschen
so ein bisschen gezeigt, was wir halt machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Interesse daran war noch nie so gering wie momentan. Also wirklich, da hat keiner auch nur einen Fick drauf gegeben. Die haben alle nur auf ihr Handy geguckt, die waren alle dermaßen desinteressiert und teilweise auch, das waren Schüler aus der 8. Klasse oder so, 8., 7., 8. Klasse, teilweise dermaßen frech auch und abwertend, wo ich mir auch gedacht habe, ey, yo, alles klar, also... Also ich wäre Feuer und Flamme gewesen, ich wäre nur traurig gewesen, dass ich mir das oder die Familie, in der ich da irgendwie mit in der 7., 8. Klasse mein soziales, vor allen Dingen wirtschaftliches Umfeld hätte sich das in keinster Weise irgendwie leisten können. Aber ich wäre sabbernd davor gesessen, garantiert. Alleine das technische Interesse, was man als Kind an sowas hatte, das ist einfach, es ist also vom Gefühl her zumindest das, was ich in den letzten paar Jahren so mitbekommen habe. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach nur an unserer Gegend hier, keine Ahnung. Aber das ist bei den Kindern und Jugendlichen irgendwie komplett weg. Komplett. Hm. Die sind komplett, ja, ich will TikTok und ich will Fortnite spielen. So, das, keine Ahnung, ey. Das ist ein bisschen traurig. Ja, es ist vielleicht so ein übergeordneter, abwärtsgerichteter Zyklus, ein rein demografischer Zyklus, aber in so diesem normalen Auf- und Ab-Schweinezyklus irgendwie, ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Vielleicht gehe ich da auch zu sehr von mir aus. Ich bin ja eigentlich der Klassiker. Ich bin Boomer. Ich habe irgendwie, ja, jetzt keine großen Pläne mehr. Das Häuschen ist abbezahlt irgendwie. Ansonsten ist auch alles weitestgehend stabil. Ich habe vor 6, 7, 8 Jahren, ist es mittlerweile her, oder 9 gar schon, angefangen, wieder mal eine Platte hinzustellen. Und habe jetzt irgendwie, ja, Platte steht soweit, alles andere kann ich mir selber basteln. Ich habe jetzt einen Laser, ich habe einen Drucker. Mein Schrank mit Modellen ist pickepacke voll. So. Und ich habe jetzt jahrelang habe ich ordentlich Kaufkraft in den Markt reingepumpt und jetzt ist erstmal wieder Ende Gelände und jetzt wüsste ich auch nicht, außer es kommt jetzt mal wieder was Tolles Neues oder was noch fehlt, wobei ja auch nicht mehr so viel fehlt. Ja, und meine Kaufkraft, die jetzt jedes Jahr 4-stellige Summen in den Markt gepumpt hat, fehlt dem Markt jetzt. Das heißt, du hast die Branche quasi im Alleingang saniert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich, wenn ich mich auch so umschaue in den Foren und so irgendwie, dass ich da nicht der Einzige war aus dieser Generation, der sich halt so ein bisschen noch mit so einem jugendlichen Hintergrund irgendwie gegönnt hat. Und, aber irgendwann ist das ja auch abgegrast. Und was kommt dann danach? Da kommt keine Generation mehr. Und die Jungen, die haben überhaupt keine Affinität mehr dafür. Für so Technik oder sich quälen oder sich Mühe geben oder man sicherlich, ein oder andere ist freilich noch dabei, es liegt ja immer eigentlich am Elternhaus und nicht am Jugendlichen oder am Kind selber. Ist ja unsere Aufgabe als Eltern, also man euch jetzt noch mal ausgenommen, als jemand, der sich schon irgendwie fortgepflanzt hat, ist es ja, sagen wir mal, ich wurde ja auch von meinen Eltern daran geführt. So, und ja, es ist die Frage, weil ich bin ja drauf gekommen auf den Gedanken, den Alex formuliert hat, der mit seiner 139er. Das ist ja genau der Punkt. Ja, ja. So extremistisch muss man es auch nicht betreiben wollen, ne? Nee, aber das ist die Frage irgendwie und ich weiß nicht, inwieweit da die Strategieabteilungen der Hersteller irgendwie so, welche Szenarien da schon irgendwie geistern. Also zumindest laut den Neuheiten des Marktführers, gerade was die Wahl des Vorbildes des neuen Insider-Modells angeht, hat diese Firma da überhaupt gar keinen Plan. Also wirklich null. Das war die V200, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also so eine Schwachsinnsscheiße, wirklich. Das wäre ein Bombenmodell gewesen für eine ganz normale Neuheit, aber doch nicht für ein Insider-Modell. Ey, da gebt euch doch mal wenigstens ein bisschen Mühe. Und wenn ihr das Ding schon macht, dann macht's wenigstens richtig und recherchiert vorher. Guckt euch wenigstens die Bilder an. Die Lüfter, die sind so falsch, das tut weh. Wobei, ich hab gelesen, dass das wohl richtig gemacht werden soll. Ja, ich hoffe es. Also das sah sowas von scheiße aus.
Naja, gut, V200 ist ja ein absolutes Nischenmodell, hat ja kaum noch einer, gibt's ja kaum, gab's ja Ja, kaum. hat auch kein Hersteller im Programm und vor allem die auch die Vorserienloks, die hat Roco ja auch nicht schon vor 15 Jahren oder so gemacht. Nein. Also meine sind von Pico und haben damals irgendwie 89 € gekostet und fahren ganz gut. Ja, die von Märklin, die kostet 480 und die hat Lüfter, die sich drehen. Ja, aber die sind aus meiner ganz, ganz frühen Phase. Das erste, was ich mir gekauft habe, das war eine V100 und eine V160 und eine V200. Als ich noch gedacht habe, ich mache ein ganz puristisches, reines Dieselprojekt, Wo du noch Ambitionen hattest. Ja, da war ich noch jung und hatte Ambitionen. Und ja, da habe ich mir halt irgendwie von Pico, das ist ja kein Hobbymodell, sondern ein normales Modell. Natürlich jetzt nicht irgendwie sonderlich detailliert oder mit feinen Handhaltern oder keine Ahnung was, Griffstangen. Aber hat irgendwie keine 100 € gekostet und läuft und hat noch alle Puffer. Ja, mittlerweile Aber, seltenes Phänomen. Ja. ja, aber als Insider-Modell eine V200, da steckt schon relativ, ja, habe ich mir, wir hatten ja gesprochen, selbst letztes Mal, da denke ich mir auch, hey, das ist so ein bisschen, ja, Kundenverachtung. Ja, noch nicht mal Kundenverachtung. Ich glaube, das ist einfach nur, das war so eine Effizienzentscheidung. So, wir könnten uns Mühe geben oder wir machen halt einfach eine V200. Und dann hat dann irgendein anderer Manager gesagt, ja, aber die haben wir doch im Programm. Ja, aber keine Vorserie, weil die ist ja ein bisschen anders. So, ja, das ist eine Bombenidee. 480 € Listenpreis und gib ihm. Kann So, man, das. kannst du mir mal Ja. erklären, also mir war ja dieses ganze Thema Märklin Insider, ich habe es nie so richtig verstanden. Ich glaube, ich habe mir einmal eine Insider-Lok gekauft, damals über eBay, weil gefühlt die Modelle dann auch recht schnell da immer gelandet sind. Das war damals hier die 120 mit dem, diese schwarze 120, ne, mit hier 150 Jahre Eisenbahn oder irgend sowas, ne? Fand ich eigentlich ganz schick. Ich habe jetzt aber auch nie so wirklich verstanden, wenn man sie dann eh irgendwie über Umwege dann doch wieder bekommt und was ist der Sinn dahinter? Also Also, das oder Insider-Modell. anders gefragt, was wäre ein adäquates Insider-Modell? Insider-Modelle sind Modelle, die speziell selten und einen gewissen Sammlerwert haben möchten, es natürlich nicht tun, weil es sehr viele Händler gibt, die diese Bestellformulare, die du als Insider bekommst, nur wenn du dieses Formular ausfüllst, kannst du das Modell bestellen. Die zwacken sich die Händler von ihren Stammkunden ab, die sagen, ich möchte das nicht bestellen, bestellen die Modelle dann trotzdem und verkaufen die dann entweder im Laden oder halt bei eBay. Das heißt, theoretisch sind diese Modelle zumindest von der Verfügbarkeit her nichts Besonderes. Das Einzige, was die Insider-Modelle halt sind, es sind halt immer, ich sag mal, entweder spezielle Sonderbaureihen oder halt Sonderausführungen von diesen Baureihen, die nicht so bekannt sind, sag ich mal, was nicht so Brot- und Buttermaschinen sind, die man halt im Standardprogramm dann halt hat. Also so eine gewisse Exklusivität. Das war jetzt bei dem, zum Beispiel bei der 7810, was halt eine Versuchsbaureihe war, wo es nur zwei Stück von gab. Das war halt bei der Baureihe 65, wo es halt auch in Anführungszeichen nur 18 Loks von gab. Und so weiter. So richtig Und ist da verstehen. jetzt die V200V-Serie, ist die jetzt nicht exot genug oder wo ist jetzt der Stein des Anstoßes? Ja, das Ding ist halt einfach für mich. Ja, nicht speziell genug. Es ist halt eine V200. Ja, es ist eine Vorserie. Aber eine V200 an und für sich ist jetzt ein Modell, das guckst du dir nicht an und denkst dir, yo, das ist was Besonderes. Weil es ist halt eine V200. Du hast eine V200 schon in was weiß ich wie vielen Varianten gesehen. Und über
gefühlt Jahrhunderte auf jeder Modellbahnanlage fährt eine V200 rum. Es ist halt wirklich egal, ob es jetzt eine Vorserie ist, egal, ob es die erste Auslieferungsserie ist oder die zweite Auslieferungsserie, ob es jetzt eine 221 ist, in Ozeanblau Beige oder in Altrot oder keine Ahnung was. Das sind alles Varianten, die hat es schon in x-beliebigen Ausführungen von jedem Hersteller immer gegeben. Und halt auch die Vorserienmaschinen. Es gibt aber das, was mich halt abfuckt, ist die Tatsache, dass es so viele Modelle gibt, von denen es kein adäquates Modell auf dem Markt gibt, so viele Baureihen. Und die dann einfach, wo du auch über Jahrzehnte schon in jedem Forums-Thread hier Neuheitenwünsche Märklin, Neuheitenwünsche Pico, da tauchen immer dieselben Baureihen auf. Und Märklin ignoriert es einfach konsequent und im selben Atemzug stellen sie sich in ihren YouTube-Videos hin, ja, wir gehen ja schon bei der Wahl des Insider-Modells immer auf die Wünsche unserer Kunden ein. Ja, einen Scheiß tut ihr. Dann würden sie nämlich endlich mal eine Baureihe 66 machen, dann hätten sie auch eine Baureihe 62 gemacht, die Pico ihnen jetzt nämlich sehr schön abgenommen hat, was sie sich jetzt definitiv in die Tasche stecken können, weil an die Qualität von dem Ding werden die mit einem Insider-Modell mal mit Sicherheit nicht rankommen. Zumindest nicht in dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann hätten sie wenigstens mal einen vernünftigen 614 oder einen 624 oder weiß der Teufel was. Es gibt so viele Loks, so viele Baureihen, die einfach vom Markt komplett ignoriert wurden, wo Märklin so ein Potenzial einfach liegen lässt. Naja. Und jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Insider 103er die hatten. Ich glaube, 3 Stück. Bei der letzten standen wir echt, wir standen vor diesem Bestellformular, mein Vater und ich, wir guckten und sagen, ach Mensch, eine 103, das hatten sie aber schon lange nicht mehr. Was hier mal cool wäre, aber das würde also wahrscheinlich wieder nicht den Kundenkreis treffen, wäre 103 222, ne, von die da von Systemtechnik vergewaltigt worden ist. Ey, ganz im Ernst, die hatten als zweites Insider-Modell letztens diesen Günni. Diese komisch kindlich beklebte Kacklok. Selbst die wurde denen aus den Händen gerissen. Du kannst wahrscheinlich als Insider-Modell dieses scheiß Gummischwein auf 3 Rädern rausbringen. Das wird auch gekauft. Und genau das ist halt der Punkt. Der Märklin-Kunde ist halt so geil auf Produkte von dieser Marke, dass sie halt auch einfach eine Vorserien-V200 dahin knallen können. Das Ding wird denen aus der Hand gerissen. Und warum sollen sie es dann anders machen? Aber es ist halt für Leute, die halt ein bisschen kritischer auf die Sache gucken oder die sich halt seit Jahrzehnten bestimmte Sachen einfach mal wünschen, diese Wünsche auch äußern, dann gesagt wird, ja, wir achten ja auf die Wünsche unserer Kunden und es wird trotzdem komplett ignoriert. Das ist halt echt Abfuck dann, ne? Dann denkt man sich halt auch, ja, dann behaltet halt eure Scheiße. Es ist aber bestimmt ein schönes Renditeprojekt, anstatt eine Neukonstruktion oder sonst irgendwas. Die müssen die Lok ja neu konstruieren. Die Vorserie hatte ja eine ganz andere Kopfform, wenn sie es vernünftig machen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, ich gehe mal davon aus. Aber das ist halt das, dieser Riesenaufwand der Formkonstruktion dann wieder und so weiter, halt für eine Vorserien-V200. Und wie gesagt, wenn das Ding im normalen Programm gewesen wäre, als normale Neuheit, hätte ich gesagt, ja, ist doch ganz cool, ist doch alles super. Aber halt nicht als Insider-Modell, das ist halt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mag sein, dass meine Argumentation da irgendwie keinen Sinn ergibt, weil ich da zu emotional an die Sache rangehe oder keine Ahnung was. Ich einfach mit der Marke Märklin, was Rollmaterial angeht, auch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß bin. Aber ja, keine Ahnung. Naja, es werden auf jeden Fall einige Projektgruppen drüber gesessen haben, bis diese Entscheidung getroffen wurde. Und wenn das tatsächlich so ist, wie du sagst, dass das, sag ich mal, wie viel wird der Auflage sein? Ein paar tausend Stück, gibt ja genügend Insider noch. Vor dem Hintergrund macht es unter Umständen schon Sinn, als irgendwie was so komplett bei Null mit Recherche und sonst was einem zu machen. Ja, natürlich wird das seine Gründe haben, dass die das Ding gemacht haben. Und keine Ahnung, es ist halt... Vielleicht ist das auch so ein Bausteinchen, wir hatten ja vorletzte Woche schon mal drüber geredet und so, wir reden jetzt auch hier drüber. Ja, ist für mich auch so ein Baustein, irgendwie auf den Gedanken zu kommen, dass es mit der Branche jetzt irgendwie
Es fehlt halt irgendwie überall so ein bisschen so. Man hat das Gefühl, auch aus Schilderungen, man hört ja dann meistens wie im anderen Leben auch eher dann negativere Sachen oder Sachen, die einem aufgestoßen sind, als man sagt ja nicht, hey, ich habe eine Piccolo gekauft und es war da eine Puffer dran. Wohl sagt man mittlerweile schon, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, so irgendwie beschleicht mich irgendwie so ein gewisses Unbehagen bei der ganzen Sache. Und ich habe ja auch mit einem oder anderen Hersteller in Dortmund so ein bisschen noch gesprochen gehabt. Und die einzige Ausnahme ist ja das Südmodell. Südexpress. Entschuldigung, Südexpress, danke. Die haben ja absolutes Alleinstellungsmerkmal aktuell. Und entsprechend auch die Ambition und auch, sage ich mal, den Hintergrund und auch den Cashflow ambitioniert zu sein. Aber ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber vielleicht ist das auch meine aktuelle Mopa-Depression, die da so ein bisschen drauf scheint. Ja, vielleicht ist es auch bei mir einfach bei der V200 einfach die Enttäuschung, dass wieder halt eine Chance liegen gelassen wurde, weswegen ich da so ein bisschen garstig irgendwie drauf reagiert habe. Keine Ahnung, es Musst entzieht halt sich einfach meiner. selber konstruieren und produzieren, hast doch mittlerweile alles Handwerkszeug und Ja. Zeit. Ja, gerade die Zeit, ja, die habe ich Ja, auf jeden Fall, vor allen ja. Dingen, ja. Oh Mann. Naja, also ich finde, also wenn ich so über meine letzten Anschaffungen nachdenke, muss ich sagen, dass ich im Großen und Ganzen recht zufrieden gewesen bin. Ich habe jetzt sogar von Rocco mir die neuen IC-Wagen geholt. Nach meinem mehrmaligen Rant über die alten IC-Wagen bezüglich gerade der Hochbeinigkeit des BVMZ kann man nun freudig berichten, dass sie das angegangen haben und der Wagen nicht mehr auf Stelzen steht, sondern tatsächlich niedrig ist. Und ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass er niedriger ist als seine benachbarten Großraumwagen. An denen haben sie nämlich dann wiederum gar nichts gemacht. War es aber trotzdem schön zu sehen, dass sie die Wagen nochmal angehen und bin eigentlich dann doch recht zufrieden damit, dass ich mich entschieden habe, bei den IC-Wagen erstmal bei Rocco zu bleiben. Auch wenn es den Preiser-Lines weiterhin nicht vergönnt ist, zu kacken zu gehen, weil nach wie vor keine Abwassertanks vorhanden sind. Und die Wagen an den Wagenenden aussehen wie Haie ohne Unterkiefer. Aber dem kann man sich ja mit 3D-Druck und irgendwie einer einigermaßen schnell hingeschluderten Zeichnung ja doch Abhilfe schaffen. Und dann bin ich dann im Großen und Ganzen doch in letzter Zeit eigentlich recht zufrieden. Ich kann mich jetzt dieser Doomsday-Stimmung hier nicht so ganz anschließen. Nee, ja, das ist aber auch sehr bezeichnend, wenn ich überlege, was wir halt gekauft haben, weil die einzige Lok, die mir richtig auf den Sack gegangen ist, ist halt die ESU. So, alle anderen, das waren jetzt Loks von Pico, mehrere. Das waren Loks von Lilliput. Und noch eine Marke, die mir gerade nicht einfällt. Also wir haben insgesamt in den letzten 3 Monaten haben wir 10 Loks gekauft. Und da ist halt keine einzige von Märklin dabei gewesen. Und ich bin Dreileiterfahrer. Und das finde ich Ja, halt sehr das finde ich halt sehr bezeichnend. du bist aber auch eigentlich ein Zweileiterfahrer im Kostüm eines Dreileiterfahrers. Also du machst es, oder im Korsett ist eigentlich der bessere Ausdruck. Also Ja, schön gesagt. Im Korsett, das wäre ein schöner Titel für Buch oder Podcast, im Korsett eines Dreileiterfahrers. so nennen wir die Folge, ohne Scheiß. Mir egal, was ihr sagt, die Folge heißt so. Ist mir Das scheißegal. wäre Deutsch ist doch schon die Sprache der Dichter und Denker. Das war wieder mal ein wunderbarer Beweis dafür. Yay. Ja, Ja, aber sehr schön. mir ging es ja damals auch nicht anders, als ich kurz vor dem Umstieg gewesen bin. Also es wird ja immer den Vorwurf dann immer gemacht, man würde dann irgendwie hetzen und streiten und wird sich irgendwie der Marke absichtlich schlecht über die Marke äußern, aber es ist halt einfach mal so, dass man dem einfach nicht ein bisschen abgewinnen kann, ne? Und in dem Fall musst du das jetzt irgendwie durchziehen, weil dir jetzt die Opportunitätskosten, keine Ahnung, zu hoch sind, um nochmal neu anzufangen. Das ist dann natürlich dein persönlich modellbahnerisch bedauerliches Schicksal. Nee, ich hab's ja bei euch
auch schon gesagt, mein Hintergedanke, der da so ein bisschen dahinter ist, ich bin anlagenbautechnisch halt nicht der Meister. So. Und ich werde an die optische Qualität von der Anlage, jetzt zum Beispiel von Wolfgang, aber auch von deiner, vom Gestalterischen, von der Gesamtkomposition und sowas, da bin ich nicht gut drin, da werde ich nicht rankommen. Das heißt, ja, das eine der schönsten Zweileiteranlagen zu haben, worüber die Leute halt sagen, so, ja, das sieht halt wirklich gut aus, das werde ich nie können. Aber ich kann sagen, ich habe dann wenigstens eine der okaysten Dreileiteranlagen, weil ich muss das halt leider zu meiner Schande eingestehen. Es gibt halt bedeutend, und das muss man halt leider so sagen, bedeutend weniger liebevoll und realistisch gestaltete Dreileiteranlagen, als wie es Zweileiteranlagen gibt. Was auch Sinn macht, weil das Gleissystem halt einfach zum einen halt nicht so schön aussieht wegen den Pickeln, vollkommen klar, zum anderen, weil es halt einfach kein vernünftiges Gleissystem gibt, weil du ohne Selbstbau halt einfach nicht durchkommst, es geht halt einfach nicht, weil alles, was Märklin als Gleissystem auf den Markt schmeißt, ist halt entweder, ne, haben wir schon drüber gesprochen, ein schönes Glicksgleis für einen Schattenbahnhof, das war's aber auch, und K-Gleis ist ein Haufen Schweinescheiße. Ja, dementsprechend sag ich mir einfach, okay, ich versuche jetzt einfach mal mit unserer Anlage aus dem Dreileitersystem das optisch Beste rauszuholen. Das ist so mein Anspruch, meine Mission so ein bisschen. Sepp will einer der Besten sein. So ein bisschen, ey, man muss es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so ein bisschen kompetitives Denken ist da bei mir schon drin. Das klingt so ein bisschen eklig, aber es ist tatsächlich so. Also wenn ich mir meine Bruchbude anschaue, wie viel Fusch da drin ist, kann ich das von mir nicht behaupten. Aber da hatte ich jetzt auch so ein ganz lustiges Erlebnis. Muss ich ein bisschen ausholen für. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren habe ich meine Nebenbahn mal umgebaut. Ne? Und ein Resultat des Umbaus war, dass ich jetzt nicht mehr mit Zuggarnituren in diesen Nebenbahnen, Schattenbahnen fahren konnte, die nur 2 Wagen hatten, sondern ich konnte jetzt mit 3 Wagen reinfahren. Ne? Also da habe ich da hat der Aufgabenträger echt was erreicht für den öffentlichen Nahverkehr. Und hat aber immer das Problem, dass das äquivalente Gleis im richtigen Schattenbahnhof, weil bei mir fährt ja dann von der Nebenbahn fährt ja der Nebenbahnzug, nenne ich es mal, auf die Hauptstrecke. Das dann aber das passende Nebenbahn- oder Nebenbahn-Schattenbahnhofsgleis im richtigen Schattenbahnhof immer noch ausgerichtet war für 2 Gleise, ja? Für 2 Wagen. Und hat dabei eigentlich noch genug Platz, um das Gleis quasi zu verlängern. Das waren irgendwie, das sind 10 Zentimeter gewesen. Oder 15. Habe ich mich angenommen. Und wie das ja immer so ist beim Umrüsten und Nachrüsten, das ist ja bei meiner Anlage eh so ein altes Leid, musst du dich da in irgendwelche Ecken quetschen und dann da irgendwie auf äußerst stümperhafte Weise versuchen, irgendwie noch baulich da irgendwas einzuquetschen, ja. Was dann halt dementsprechend dafür sorgt, dass es ein bisschen pfuschig wird. Und als sie mich dann da so sah, wie ich versucht habe, dieses Stück Gleis auszumessen und dann irgendwie mit Styrodur unterklebt und noch irgendwie so einen Unterbau reinzubauen, damit dieses Gleis da auch liegen kann, mit so einem Styrodurpuffer, damit auch nichts runterfliegt dann, wenn mal irgendwas irgendwie sich verbremst, habe ich da so halb verklemmt unter der Anlage gesessen und in meinem Kopf lief die ganze Zeit dieses Intro durch von dem YouTube-Kollegen hier BBM mit seiner Anhalter Bahnhofanlage. Einfach nur, buongiorno, hallo, guten Tag, willkommen zum Bau von Anhalter Bahnhof. Weil er hatte immer diesen Titel, perfekter Gleisbau oder irgend sowas. Ich habe mir so gedacht, da bist du gerade ganz weit von entfernt. Ich fand es auch schön, wie wir einfach, beziehungsweise wie du einfach mal eben kurz im MacGyver-Style mit ein bisschen Pappe die Gleislage von der Weiche hinten korrigiert hast, damit die Klamotten da nicht rausflogen, weil sich die Weiche durchbog. Ist geil. Alles ein purer ist geil. Ich bin auch tatsächlich am Überlegen, ob man nicht mal echt ein Video macht, wo ich mal wirklich alle Stellen von meiner Anlage, von das, was bis jetzt gebaut ist, einfach mal zeige, die richtig scheiße geworden sind. Einfach mal wirklich so 15 oder 20 Minuten Dauergore, wo ich wirklich nur gefuscht habe, wo alles nur hingefuddelt ist, Hauptsache es funktioniert irgendwie. Ja, da kommt dann immer wieder dieser klassische Punkt der Geduld einher, ne? Da fehlt dann irgendwie das Durchhaltevermögen, das richtig zu machen. Oder vielleicht geht's auch, ja, vielleicht geht's irgendwie auch gar nicht, ja? Also. Was ich oft das Problem habe,
sind Dauerprovisorien, wo du irgendwas eben schnell hinfummelst, nach dem Motto, ich möchte das jetzt nur eben ausprobieren, damit es läuft. Ich mache das hinterher vernünftig. Und zu diesem Punkt kommt es nie. Das ist mein Problem. Ja, warum auch? Es funktioniert ja. Auch unvernünftig. Ja, aber das ist ja mein Riesenproblem. Aber wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann hast du doppelt in die Scheiße gegriffen, weil es dann meistens so unorganisiert und so durcheinander ist, dass die Reparatur dadurch dann wieder deutlich länger dauert, als wenn du es dann einfach mal vernünftig gemacht hättest. Na, ich hatte eine Stelle auf im östlichen Wendel bei mir, das ist ja der längere, der tiefer runtergeht. Da war die Anbindung an den Gegenbogen, der dann auf die Schattenbahnhofsplatte führt, war noch so leicht verschwenkt, klassischer ja, Vorplanungsfehler. Ich hatte irgendwie so anstatt ein gerades Stück, hatte ich so 1,5 Zentimeter Versatz, um wieder an den Gegenbogen zu kommen, der auch räumlich nicht irgendwie passender zu machen war. Also war so ein leichter Versatz drin, der bei den ACME-Wagen vom Max, die IC-Wagen von ACME, dazu geführt hat, die haben zwar eine Kurzkupplung, aber die Auslenkung ist dermaßen schwierig und auch wenig, dass in diesem ganz leichten S haben die sich gegenseitig die Drehgestelle ausgehebelt. Dann bin ich tatsächlich mal dran gegangen. Das war schon ein längeres Provisorium. Dachte ich mir auch schon Jahre, ja, das machst halt mal und musst den Radius noch ein bisschen ändern und dann hast du eine Gerade und hast auch noch genug Länge von der Zwischengerade, von dem R3, der aus dem Schattenbahnhof rauskommt, wieder in den Pico R4, der Wendel aufwärts dann führt, rüber zu gehen, problemlos so. Das habe ich jetzt bei einem Gleis gemacht. Das ist jetzt schön gerade. Und das ist dann der Pfusch halb schon mal weg beseitigt, weil jetzt auf Zug, also das ist jetzt bergaufwärts, dann geht's, ist es gerade, da funktioniert es. Und wenn man einen Wendel runterfährt und hat von hinten noch ein bisschen Druck drauf, dann überpuffert es und entgleist es nicht, warum auch immer. So, das heißt, ich habe jetzt ein Gleis, ist schön gerade und das andere hat noch dieses leichte S drin. Und das ist jetzt wieder mal für ein paar Jahre gut. Es liegen da aber immer noch Gleisverbinder, kurze Gleisstücke, der Dremel auf dem Boden und eine Zange auf dem Boden und noch der Lötdraht unten, weil das ist natürlich genau ein Stück, wo Stromversorgung, Spannungsversorgung angelötet war. Ja, aber es ist jetzt mal wieder gut. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Weil alle anderen sind ja auch drüber gefahren, bis auf die Max seine IC-Wagen von ACME. Aber die fahren jetzt auch drüber. Grüße an dieser Stelle. Der ACME-Test, er war erfolgreich. Ja. Da war ich ja wirklich erschrocken über die Apfelgeilwagen. Weil die laufen echt problemlos. Das ist... Ich habe so das Gefühl, bei ACME gibt es schon Wagen, die grundsätzlich funktionieren. Es gibt einfach so Wagen, die grundsätzlich nicht funktionieren. Ja. Es gibt irgendwie bei denen nur entweder oder, ne? Ja, das ist wie mit den Containerwagen, die grundsätzlich eine Katastrophe sind, ja. Zum Beispiel dann also dieser polnische Speisewagen, gar keine Probleme, ja. Oder andere Speisewagen, gar keine Probleme. Dann hast du wieder irgendwelche Eurocity-Wagen, da geht dann wieder gar nichts. Also, es ist. Der Fehler scheint wählerisch zu sein. Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt. Donaukurier musste ich alles nachbearbeiten. Johann Strauß aus der Schachtel raus, läuft. Das ist so komisch. Da sind ja teilweise, glaube ich, sogar dieselben Wagentypen drin, oder? Mal, es ist letztendlich immer eine Frage der Auslenkung von der Kupplungsdeichsel, habe ich mittlerweile festgestellt. Und wie weit hinten im Drehgestell ist der Lagerpunkt von dieser Kurzkupplungsdeichsel? Aber Gott. Also was bei den Apfelfallwagen ein Problem war, das war das Kabel für die Zugsammelschiene. Das bilden die nämlich immer voll aus und das geht dann so schräg unter den Wagenkasten unten drunter und blockiert dann die Kulisse. Vor allem, wenn du eine fette Kupplung hast. Ja, genau. Wenn du das halt so kürzt, dass das so gerade über die Kupplung drüber geht, keine Probleme. Overengineering.
Wobei, lustigerweise, ich habe zum Beispiel gerade einen Autozug auf der Anlage rumfahren mit einem Speisewagen von DB Autozug. Und der hat das auch mit dem Kabel, aber das funktioniert alles auch in meinen eher unsportlichen Radien. Ja, ich. Keine Ahnung. Ja. Nö. Das Hobby ist schwierig. Einfach keine 1 verbauen. Ja. Und kein R2. Ja. Einfach keine Radien verbauen. Einfach nur gerade. Einfach nur gerade. Einfach sich aus dem Korsett des Platzmangels befreien. Irgendwo Halle mieten. Bei dem Spruch bist du noch ein bisschen hängen geblieben irgendwie. Ja, ich bin nach wie vor irgendwie gut anbegeistert. Jetzt hat er seine Motivation zurück. Ja, das war ein schönes Motivationssignal, ist auch so ein schönes Wort. Und ich würde sagen, ich schaue mal hier, eine Stunde 35 Minuten sind wir hier schon am Räbern. Hat von euch beiden jemand noch was Substanzielles auf dem Herzen? Nee. 3, 2, 1. Ich auch nicht. Liebe Freunde des gehaltlosen Podcastes, das war's wieder mal für heute. Wir haben ja jetzt, ich sag's nochmal, einen Insta-Kanal extra für Pickelglas und Nietenzähler. Wir hatten letztes Mal schon mal, glaube ich, gesagt, schickt uns Nachrichten. Das Feedback war überwältigend. Es kamen irgendwie 2 Nachrichten. aber lasst euch nicht davon abhalten. Sie sind angekommen, sie sind gespeichert. Wir hatten gesagt, hey, schickt Themen, schickt Fragen, mal so ein bisschen Interaktion machen. Schauen wir mal, vielleicht wird es nach dieser Folge, nach dem Hinweis vor allen Dingen strategisch perfekt nach einer Stunde 36 Minuten und 11 Sekunden ein Hinweis an die geneigte Zuhörerschaft zur Interaktion. Kann man sicherlich besser machen, was für sämtliche Folgen von uns und für sämtliche Platten von uns gilt. Befreit euch aus euren Korsetts, legt die Zwänge ab, seid frei und geht hin in Frieden, Anmut, bleibt gesund. Servus von meiner Seite. Dem ist nichts hinzuzufügen. Tschüss. Und tschüss.